Hallo, liebe Freunde des englischen Silverplate. Mein Name ist Christian Bauer und heute möchte ich mich mit dem Thema French Plating beschäftigen. Was wird Sie erwarten? Zum einen ein kurzer Abriss über die Technik, über die Herstellung und natürlich einen Expertentipp, wie können Sie es am einfachsten erkennen. Ich möchte heute am Beispiel eines Objektes, nämlich in dem Fall eines Souffletisches, erklären, was French Plating ist. Bei einem Souffletisch handelt es sich immer um eine Schale, die aus einem Körper besteht, der, wie wir schon an einem anderen Beitrag gesehen haben, innen verzinnt ist. Also man hat noch gar nicht gewusst, wie man innen versilbert. Und das diente zur Aufnahme des heißen Wassers, denn es wurde hineingestellt eine andere passende Schale, in der das Soufflé im Ofen gebacken wurde. Diese Soufflé-Dishes sind eigentlich eine schöne Erfindung des ausgehenden 18. Jahrhunderts und wurden sehr, sehr selten im 19. Jahrhundert nochmal produziert. Beim French Plating handelt es sich eigentlich um eine eigene, besondere Art der Versilberung in dem Verfahren des Old Sheffield Plate, aber von Hand. Und das kam daher, dass anfänglich bei dem Prozess des Verschmelzens von dem Kupfer und dem Silberkern manchmal doch noch Luftblasen eingeschlossen waren, weil die Oberflächen nicht gut gereinigt waren. Es waren kleine Partikel von Sand oder sogar von Fett noch vorhanden. Und bei dem Ausrollprozess sind dann Blasen entstanden. Diese Blasen sind schon immer größer geworden beim Ausrollen, denn das Silber hat sich ganz langsam vom Kupfer getrennt. Und um das nachträglich und von Hand zu reparieren, ist der Beruf des French Platers erfunden worden. Gerade in den Direktor, also in diesen Verzeichnissen der Berufe im Ende des 18. Jahrhunderts, ist der French Plater als eigener Beruf genannt und in den Directories auch aufgeführt. Ich möchte jetzt hier anhand eines Fotos einer Großaufnahme zeigen, was dieses French Plating bedeutet und wie es aussieht. Man sieht hier ganz deutlich, dass die versilberte Fläche wie einen Kratzer oder mehrere Kratzer aufweist. Und drumherum ist das Silber in einem Flecken, in einer Fläche etwas heller und auch etwas klarer zu erkennen wie auf der restlichen Oberfläche. Und das bedeutet, dass hier wohl mal eine Blase war und diese Blase wurde aufgestochen und das Silber, das lose auf diesem Kupfergrund war, wurde von Hand abgenommen. Diese Kratzer, die Sie hier sehen, bedeuten nur, dass die Oberfläche aufgeraut wurde mit einem scharfen Eisen und dann wurden passend zugeschnittene hauchdünne Silberplättchen in mehreren Lagen, manchmal bis zu 10 Lagen, wieder auf diese Stelle von Hand aufgelötet und dann mit einem Brüniereisen geglättet, sodass man es nicht mehr erkennen konnte. Heute, nach 200 Jahren, ist natürlich die Oberfläche des Gegenstandes gleichmäßig geputzt worden. Nur an der Stelle, wo die Reparatur war, sieht man natürlich noch einen etwas dickeren Silberauftrag. Deswegen sieht man hier dieses Rechteck oder diese Stelle immer noch klar als Silber. Wenn Sie also einen Gegenstand haben, den Sie sich anschauen und sehen, dass da vielleicht ein oder zwei, möchte ich jetzt sagen, Kratzer drauf sind, denn eine Beule ist es ja nicht, dann sind Sie erst einmal gar nicht so erstaunt oder erschrocken, dass der Gegenstand vielleicht verletzt sein könnte, sondern genau diese Stellen zeigen Ihnen, dass dieser Gegenstand weit vor 1840 gemacht wurde, denn die French Plater haben ihre Hochzeit von 1780 bis 1810 gehabt, sodass ab 1820 die Perfektion in der Verarbeitung des Old Sheffield Plate so weit fortgeschritten war, dass man einen French Plater nicht mehr gebraucht hat. So viel für heute.
Ich hoffe, mein Beitrag hat Ihnen gefallen. Wenn Sie möchten, abonnieren Sie mich, schreiben Sie mir, haben Sie Tipps und Anregungen, was ich besprechen könnte. Ich bin für alles offen und wünsche Ihnen alles Gute. Ihr Christian Bauer.